ist genau die Geschwindigkeit, die ich als Topspeed bei 500 Meter erreiche. Das Leben von Nico Ihle ist schnell, sehr schnell. Er ist Deutschlands bester Eisschnellläufer und er hat einen Traum. Eine olympische Medaille in Pyeongchang. Für diesen Traum geht er häufiger und intensiver aufs Eis als je zuvor. Schon im Juni stehen zwei Wochen Training im niederländischen Herrenveen an, dem Mekka der Eisschnellläufer. Denn erfolgreiche Wintersportler werden im Sommer geformt. Ob beim Sprinttraining, im Kraftraum oder bei den Einheiten auf dem Rad. Die olympische Planung ist Familiensache. Mit Bruder Danny geht es gemeinsam durch harte Trainingseinheiten, aber wie immer mit einer süßen Belohnung. Alle Pläne werden gemeinsam geschmiedet, auf dem Weg zum olympischen Traum. Ein Traum, dessen Ursprünge weit zurückliegen und vom heimatlichen Chemnitz wieder nach Herrenveen führen. Auf den Spuren seiner internationalen Karriere trifft Nico heute einen alten Freund und Konkurrenten aus Jugendzeiten, Guido Behrens. Eine gemütliche Bootsfahrt, der passende Rahmen, um alte Zeiten aufleben zu lassen. Das ist doch cool. Das ist mal was ganz anderes, ne? Mal oft, vergisst du mal die Gedanken zum Sport. Aber komplett, ja. Ja, das ist echt cool. Nur lahm auf den Grachten in Nordfriesland rumtuckern, ist nicht die Sache der Vollblutsprinter. Geschwindigkeit ist Trumpf. Und da muss auch Nico natürlich unbedingt ans Ruder. Also mit Herrenveen verbinde ich immer schöne Momente. Das, vor allen Dingen Herrenveen war der Ort, wo ich das allererste Mal international gelaufen bin. Damals im Alter von 12 Jahren war ich das erste Mal hier in Herrenveen. Und man misst sich ja immer mit den Besten und die Besten trainieren hier in Holland. Und deshalb finde ich es wirklich passend, jetzt auch in der Olympiasaison nochmal dieses i-Tüpfelchen zu setzen, dass man hier nach Holland geht, zu den Besten der Welt und hier in Herrenveen, da wo bei mir eigentlich international alles angefangen hat. In diesem Haus begann alles. Vor 18 Jahren waren Guido Behrens, damals einer der besten Nachwuchssprinter der Niederlande, und Nico enge Freunde und gleichzeitig sportliche Konkurrenten. Die Erinnerungen daran sind noch frisch. Nur eines hat sich verändert, die Sprachbarriere ist fast weg. But from Friesland, they was allowed to have 6 skaters. So we got Nico together with Lukman Malik. Wir haben Nico bei uns zu Hause aufgenommen und ich erinnere mich, dass wir gar nicht richtig miteinander reden konnten. Mein Englisch und Deutsch war nicht gut und Nikos Holländisch auch nicht. Same for Nico. Nico was not so good in speaking Dutch. Nico hat bei uns gewohnt während der Rennwoche und wir haben uns besser kennengelernt. Waren beide gute Eisschnellläufer und somit hatte ich einen Spitzensportler in meinem Haus. In my house. Zurück im Training. Unter ständiger Beobachtung des erfahrenen Heimtrainers Klaus Ebert. Er hat seinen Ruhestand extra für die Ihle-Brüder verschoben, um den gemeinsamen Traum von einer olympischen Medaille wahr werden zu lassen. Wir haben hier fantastische Trainingsbedingungen. Hätte ich jetzt nie erwartet, dass so gute Eisqualitäten hier vorzufinden sind. Wir können hier bei den Holländern mit im Kraftraum trainieren. Man kann auch mal über den Tellerrand drüber rausgucken, was andere so machen. Also demzufolge ist das hier, denke ich, jetzt schon nach den ersten Tagen eine vernünftige Entscheidung gewesen, jetzt mal für 2 Wochen hierher zu gehen. Die Ihles haben alles dem Training untergeordnet.
Weit weg von ihren eigenen Familien, aber Runde um Runde immer an der Seite des Bruders. Seit Jahren eine eingeschworene Gemeinschaft. Also der Nico und ich sind ja nicht nur Trainingspartner, wir sind ja eigentlich auch Brüder und haben mittlerweile eigentlich mehr Zeit, die wir gemeinsam miteinander verbringen, als mit unseren Frauen und unseren Kindern. Die Radtouren mit ihren Frauen und Kindern müssen warten, denn die beiden machen Tempo, verstehen sich blind. Na, ich denke mal, dass das ohne Danny nicht gehen würde. Das ist ganz einfach so. Sie sind gemeinsam bis jetzt immer durchs Leben gegangen, auch wieder mit vielen Höhen und Tiefen. Und ich denke, dass der Danny ist also eine wesentliche tragende Säule in dem ganzen kleinen Gefüge, was wir hier so haben. Er strahlt Ruhe aus, Besonnenheit. Er ist eigentlich auch ein Mensch, der sag mal, mit viel Übersicht an die Sache rangeht. Man könnte es auch so sagen, dass er also meine rechte Hand ist und viele Dinge übernimmt, wo ich eigentlich dann nicht mehr drüber reden muss. Sommer in Berlin heißt für Nico Training im Sportforum Hohenschönhausen. Ein sagenumwobener Ort, denn hier trainierte schon die DDR-Sportelite. Auch wenn viel gebaut und modernisiert wurde, atmet dieser Ort noch den Geist der 50er Jahre. Quasi umzingelt von Sportgeschichte, nimmt uns Nico mit auf die Reise durch sein Berlin. Der Bau, das ist schon noch so Nostalgie. Vielleicht ist es der Grund auch mit, warum wir uns ja so heimisch fühlen, weil ich ja auch in der ehemaligen DDR geboren bin. Karl-Marx-Stadt damals noch. Nennt sich heute Chemnitzer Stadt. Ja, deshalb ist für uns vielleicht auch etwas so Heimat. Ja, jetzt wird es doch ganz interessant, weil dieser Park ist eigentlich ein Friedhof. Okay. Jetzt geht es hier an der Friedhofsmauer entlang zu unserem Unterkunftsgebäude. Das Sportforum in Berlin ist Nikos Welt. Offiziell angemeldet als sein zweiter Wohnsitz. Das erste Zimmer, also das ist hier unten gleich, bin ich natürlich auch nicht so unzufrieden, weil ich da keine Treppen erst hochlaufen muss. Das ist für mich eh sehr gut. Passend und nicht ganz zufällig, sein Apartment ist die Nummer 1. Ein etwas größeres Doppelzimmer ist Nikos kleine Heimat. Wenn meine Familie kommt nach Berlin, habe ich direkt ein Bett. Meine Frau und meine Kinder haben dann ein Reisebett, das habe ich jetzt schon alles mit, weil die kommen nächste Woche. Die Gemeinschaftsküche, da kann jeder hier kochen, machen, tun und lassen, was er will. Kannst du mal Haferflocken und kann sich auch mit anderen Sportlern unterhalten, wie ernähren die sich, was macht ihr im Training und kann vielleicht auch Erfahrungen nochmal austauschen und das hat auch noch was. Ich denke auch immer, wenn ich erzähle meinen Freunden oder allen Leuten, ich mache jetzt nach Berlin, denke mal, oh, Wahnsinn, super geil, ist doch die coolste Stadt der Welt. Das möchte ich halt zeigen, was eigentlich für uns oder für mich jetzt Berlin bedeutet. Und das ist eigentlich, spielt es eigentlich größtenteils wirklich nur hier im Sportforum ab. Unterkunft ist im Sportforum, der Olympiastützpunkt, wo wir unsere Massagen abholen, ist im Sportforum, die Eishalle ist im Sportforum, der Leichtathletikplatz und die Leichtathletikhalle ist hier im Sportforum. Und da spielt sich eigentlich alles ab. Und mit zwei Trainingseinheiten am Tag, da hast du nicht viel Zeit, dann noch irgendwo in die Stadt zu fahren. Ja, das ist eigentlich für mich Berlin. Das kribbelt von der Seite her, weil man, wenn man so schnell unterwegs ist, das, ja, wie soll ich es beschreiben, das ist fast wie bei so einem freien Fall im Endeffekt, dass man da, oh, und dann ja, gehst du in die Kurve herein und kommst da mit einer Geschwindigkeit raus und nimmst halt die hohe Geschwindigkeit mit, das ist, ja, so, ja, da steigt bei mir jetzt schon direkt der Puls hoch. Ende September. Auszeit. Nico genießt ein paar sonnige Tage mit seiner Familie beim Champion des Jahres in Italien. Zum letzten Mal Kraft tanken und entspannen vor dem langen, stressigen Olympiawinter. Für Nico und seine Familie
ein echtes Geschenk. Papa ist der, wo man alles darf. Also wenn er dann mal da ist, da will er auch nichts verbieten und so. Da wissen die Kinder schon, oder die Emma zumindest, bei der Maxi ist es noch nicht so. Aber die Emma weiß schon, wie sie den Papa rumkriegt und die darf dann auch meist alles, weil er will da natürlich nicht, wenn er mal da ist, dann der Böse sein und was verbieten. Das ist dann schon immer, wenn er nicht da ist, ist mehr Struktur drin und da ist geregelter Tagesablauf. Und wenn Papa dann da ist, dann ist mal kurzzeitig alles auf den Kopf gestellt, aber ja. Alleine schon mit dem Dabeisein oder Dasein, das ist für mich schon eine große Unterstützung. Und jetzt hier die Woche, das wäre ja eine Woche gewesen, wo ich normalerweise in Berlin gewesen wäre, im Trainingslager, und hätte ich die Familie nicht gesehen. Jetzt haben wir das Ganze nochmal überbrückt einfach mit dieser Urlaubswoche. Und es ist auch sehr schön, dann nochmal die ganzen Tage mit der Familie genießen zu können. Die haben sich auch lange drauf gefreut hier auf diese Woche. Und deshalb ist es für mich umso schöner, dass ich ihnen die Woche geben konnte. So ganz ohne Sport geht es für Nico dann selbst am Traumstrand von Apulien nicht. Beachvolleyball ist ja noch lockerer Spaß. Aber beim Boxtraining geht's zur Sache. Das liegt nicht zuletzt am berühmten Trainer, Boxweltmeister Sven Ottke. Aber zieh mal durch. Ja, zieh mal durch. Ja. So ein Training, was ich mir schon immer mal gewünscht habe. Und jetzt natürlich von dem Boxweltmeister trainiert zu werden, ist natürlich was, richtig klasse ist. Drück dich ab. Drück dich ab, ja. Aber gleich die rechte Hand kommt immer raus. Nicht so, ja. Genau. Und deine auch selber. Ja. Genau, komm. Ja. Eines verbindet die Athleten beim Champion des Jahres. Alle sind extrem ehrgeizig. Ganz oben stehen, das ist das sportliche Ziel. Eine Herausforderung, die Nico gerne annimmt. 3 Minuten ballern auf dem Rad. Genau sein Ding. Hier ist jetzt ein Ausdauerwettbewerb auf dem Fahrrad und die Bobfahrer, die stellen sich diesen Wettbewerb und man denkt, okay, die hast du auf jeden Fall im Sack. Dem ist nicht so. Die haben auch was auf der Pfanne. Die können mit hohen Wattzahlen umgehen. Die treten da auch die 3 Minuten in einer hohen Belastung durch. Und auch andere Sachen, wo Vielseitigkeit gefragt ist, meistern viele sehr gut. Und da ist man halt natürlich erstaunt, ne? Dass man nicht dann einer der Besten ist, dass man einer unter vielen hier. Aber das macht es am Ende so spannend, bei diesen Contests zu zeigen, wer hat halt drauf, auch in vielen verschiedenen Dingen gut zu sein. Wir finden es super, ne? Ist aufregend, abwechslungsreich. Wir sind jetzt viel mit unterwegs und versuchen schon so viel wie möglich bei ihm zu sein, wenigstens mal für ein paar Tage. Und ja, wir freuen uns ja jetzt auch, dass es bald wieder losgeht, die Saison, dass wir ihn live im TV mit anfeuern können, die Kids. Sogar die Maxi, die hat das schon mit einem halben Jahr, hat die sofort Eisschnellläufer im Fernsehen erkannt und wusste irgendwie schon, dass es der Papa ist und hat mitgeklatscht. Ja, nee, wir freuen uns. Also ist ein schönes Leben. Es hält auch unsere Beziehung frisch, ne? Also er ist immer dann mal wieder länger weg und dann hat man so ein Kribbeln im Bauch, dass er jetzt so die Vorfreude, dass er wieder nach Hause kommt und nee, es ist schön. Doch da sind auch die seltenen Augenblicke, in denen der Wettkampf tatsächlich Pause hat. Dann gibt es für den stolzen Papa nur noch Töchterchen Emma und den erfrischenden Spaß auf der Wasserrutsche. Papa! Raus aus dem Urlaubsfeeling, rein in den Wettkampfmodus. Inzell, Deutsche Meisterschaften. Nico testet die neue Saisonkleidung, bevor er aufs Eis geht. Test bestanden. Es kann endlich losgehen. Wie fit ist Nico nach dem Sommertraining? Passt die Technik? Hat sich all die harte Arbeit gelohnt? Und sind Nico und sein Bruder Danny bereit für internationale Aufgaben? Na gut, man ist innerlich schon etwas angespannt, zumal wir ja auch mitbekommen haben, dass international schon einige sehr, sehr gute Zeiten gerannt worden sind. Also in Calgary,
die russischen Sportler, die holländischen Sportler. Uns ist es im Moment, zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt, noch nicht gelungen. Wir hoffen aber, dass wir heute unseren Beitrag in diese Richtung leisten können. Und deshalb ist natürlich die Spannung ist enorm bei Sportler und bei Trainer, weil wir ja alle zusammen ein großes Ziel haben. Die Nervosität ist Nico ins Gesicht geschrieben. Über 500 Meter will er nicht nur seinen deutschen Meistertitel verteidigen, sondern sich, zusammen mit Bruder Danny, für die anstehenden Weltcups empfehlen. Gemeinsam starten die Geschwister in einem Lauf. Nico links und Danny Ihle rechts. Die Qualifikationszeit für die Weltcups liegt über 500 Meter bei 35,47 Sekunden. Und Nico unterbietet die Norm, wenn auch nur knapp, aber mit deutlichem Vorsprung vor Danny. Zufrieden, ne? So, aufgepasst. Ja, schon. Nach letzter Woche mit 5,7. Zweite Rennen jetzt, 500 Meter erst die Saison. Kann ich schon zufrieden sein. Ich glaube, es ist so ähnlich wie letztes Jahr. Und da weiß ich, dass es genau auf dem Level ist. Das passt. Der Lauf war auch noch nicht perfekt, aber das ist immer gut zu wissen, dass man noch was rausholen kann. Und die Weltcups kommen erst noch. Danny aber verfehlt die Norm und ist raus. Eine Riesenenttäuschung für beide. Ich finde es natürlich sehr schade, weil ich brauche Danny als Trainingspartner und wir haben bis hierher jetzt alles gemeinsam gemacht. Wenn er jetzt dann so in Höhenpunkten nicht dabei ist, wäre es sehr schade, weil ich ja den Trainingspartner eigentlich brauche, den 1-zu-1-Vergleich im Training. Und da ist der Unterschied auch gar nicht so gewaltig, wie es jetzt vielleicht im Wettkampf am Ende an Zeiten festgemacht wird. Das erste wichtige Zwischenziel auf dem Weg zu Olympia hat Nico erreicht. Die Weltcup-Starts sind gesichert. Und den deutschen Meistertitel feiert er wie immer mit seiner stolzen Familie. Eine besondere Ehre. Als einer von nur wenigen deutschen Wintersportlern darf Nico die offizielle Olympiakleidung für Pyeongchang 2018 präsentieren. Ja, es sind sogar aktuell nur noch 99 Tage bis Olympia. Dieser Tag ist auch so besonders, weil man halt die anderen Athleten hier trifft, die man sonst auch das ganze Jahr nicht sieht. Man sieht das erste Mal auch die Bilder, die wir im Vorfeld geschossen haben. Das ist nochmal so ein Highlight. Das weckt in einen die Lust auf jeden Fall, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren und dabei zu sein. Das Tjalf in Herrenveen, der Tempel der besten Eisschnellläufer der Welt. Zwei Wochen nach den deutschen Meisterschaften der Härtetest. Hier muss sich Nico Ihle nun zum ersten Mal in der Saison mit den Besten der Welt messen. Im Sommer hat er in Herrenveen seine Trainingsrunden gedreht. Jetzt wird es ernst. Haben sich der riesige Trainingsaufwand und die Entbehrungen des vergangenen Jahres gelohnt? Die Antwort liegt auf dem schnellen Eis. Ganz in Blau und natürlich mit Verstärkung der Familie geht Nico an seinen ersten Weltcup-Start. Alles passt. Nico gelingt ein tolles Rennen. 34,78 Sekunden und am Ende Rang 2. Ein erstes Ausrufezeichen. Beflügelt und befreit lässt Nico seinen Gedanken freien Lauf. Das ist das erste Rennen im Weltcup. Was habe ich hier zu verlieren? Wollte ein gutes Rennen hinlegen und vom Startschuss weg ist mir das gut gelungen. Ich hatte einen guten Starter mit Mika Putula und habe aber gemerkt, ich habe den im Griff. Und das war so ein geiles Gefühl in dem Moment, die ersten 100 Meter. Wusste ja nicht, was ich da angehe, aber ich habe die Stabilität gespürt auf dem Eis, konnte gut die Außenkurve richtig eng an Klötzern gelaufen, wollte ranlaufen, habe den Kurveneingang der zweiten Innenkurve sehr gut getroffen und habe mir dann auch gesagt, jetzt musst du da voll durchgehen durch die Innenkurve. Bin in meiner Bahn geblieben, habe nochmal Druck gemacht auf den letzten Metern und habe dann natürlich meine Zeit an der Tafel gesucht und konnte es kaum glauben. Ich war in dem Moment sprachlos, habe natürlich gehofft, dass es reicht für Platz 8 erstmal, weil das bedeutet Olympia-Quali und das habe ich jetzt geschafft und bin so mega happy. Also das ist so befreiend, das tut so gut und ich weiß ganz genau, was es bedeutet, wenn man die Olympia-Quali in den Sack hat, weil dann kann man erst noch befreiter auflaufen. Ein großer Schritt Richtung Pyeongchang.
Mit diesem Spitzenresultat über 500 Meter zeigt Nico nicht nur, dass er zu den weltbesten Eissprintern gehört, sondern positioniert sich auch für den Medaillenkampf bei seinen dritten Olympischen Spielen. Ja, es hat sich auch gerade eben, wo ich dann zur Siegerehrung gegangen bin, wie so ein bisschen im Traum angefühlt, weil man, klar, liebäugelt man immer mit irgendwie Podium oder so, wenn man das schon mal geschafft hat im Vorfeld. Und dass man das dann jetzt beim ersten Weltcup, also besser bin ich noch nie in die Saison gestartet. Die Medaille gehört auch der Familie. Schließlich sind sie, wann immer möglich, mit Nico unterwegs und unterstützen ihn. Zurück in Deutschland. Nico und Anni genießen zu zweit den kurzen Weihnachtsspaziergang durch Baden-Baden. Die Euphorie des ersten Weltcups in Herrenwehen ist etwas abgeflaut. In den vergangenen 5 Wochen gab es für Nico Ihle eine Berg- und Talfahrt. Von technischen Problemen über Disqualifikationen bis hin zum deutschen Rekord über 500 Meter. Es war alles dabei. Das war dann auch jetzt am Ende nochmal der Serie mein Ziel, dass ich wenigstens mit einem guten Abschluss aus Salt Lake City abreisen kann und ja, den deutschen Rekord nochmal verbessern. Und das ist mir zum Glück gelungen. Mir war ja von vornherein klar, dass wenn auch mal ein gutes Ergebnis rauskommt, dass auch zwischendrin mal wieder ein etwas Schlechteres bei rumkommen kann. Und dabei lässt man sich dann eigentlich verleiten von der Platzierung. Dabei ist ja der Abstand zu den Besten dann gar nicht so groß gewesen. Für die Wahl zum Sportler des Jahres in Baden-Baden werfen sich die beiden extra in Schale. Ein besonderer Abend unter lauter erfolgreichen Sportlern wartet auf Nico und seine Frau. Die Aufregung steigt, als das Ehepaar Ihle endlich in der Limousine für die VIP sitzt und zur edlen Gala chauffiert wird. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Wir waren vor 2 Jahren das erste Mal dabei. Und es war schon ein sehr schöner Abend. Und gestern Abend bei der Sportlerparty wurde uns ja versprochen, dass es eine Überraschung geben wird. Und das klingt ja immer gut, ne? Überraschung. Dafür sind wir zu haben. Wenn eine Überraschung in der Luft liegt, schlägt Nikos Herz kurzfristig höher. Wie auf dem Eis, wenn er die Geschwindigkeit spürt, wenn das Adrenalin ihn unschlagbar macht. Der Traum von einer olympischen Medaille treibt sie hier alle an. Und wer weiß, vielleicht darf Nico beim nächsten Mal in Baden-Baden seine Olympiamedaille präsentieren. Eine große Überraschung wäre das nicht.